Ja Leute, willkommen zu einem kleinen Video. Es ist gerade, wie ihr seht, 3 Uhr morgens, deswegen könnten wir eigentlich schon 3 Uhr morgens Video machen, ne? Ja, aber wir machen einfach mal, weil jetzt ungefähr nur 30 Leute oder 40 Leute auf dem Server sind, suchen wir mal trotzdem, vielleicht wird ja trotzdem die Runde voll. Es sind halt gerade einfach nur 30 Leute auf dem Server, aber wir schaffen es trotzdem, eine Runde Bad War. Wir wählen einfach mal die Map Void, ich weiß, Nicken wird sich jetzt eh nicht mehr so viel bringen, machen einfach noch den Goldspanner aus und Vote Item Drop. An. Als ob man sich nicht mehr umentscheiden kann. Finde ich ein bisschen schade, dass man sich nicht mehr umentscheiden kann. Hey, wenn es bist, Nick, also für mich dies? Eigentlich ja nicht. Ja, und das hier ist jetzt das Wemmes 20k-Pack. Ihr seht, hier hat sich also ein bisschen was geändert, aber ich muss mal sagen, das Inventar oder so habe ich nicht selber gepixelt, das habe ich nur umgepixelt von einem anderen Pack. Also das habe ich nur so ein bisschen umgepixelt alles. Also das ist nicht 100% self-made, dieses Inventar hier. Ja, Escape hat sich hier ein bisschen was verändert. Und ja, so sieht aktuell das Wemmes 20k-Pack aus. Kommt halt, wie der Name schon sagt, bei 20k. Und ja, in diesem Video wird es so eine kleine Pack-Challenge geben. Das heißt, ich werde gleich einfach nach dieser Runde, also nachdem ihr jetzt hier das 20k-Pack seht, wo ihr jetzt auch hier die neuen Blöcke seht, eine kleine Challenge machen. Und zwar werde ich gleich einfach bei Resource Pack 24 einfach mal so ein bisschen random so ein paar Packs downloaden. Und ja, mit den Packs einfach mal so eine Runde spielen. Ist jetzt auch noch meine erste Runde. Und bin noch relativ online gespielt, aber sollten wir eigentlich alles hinbekommen. Ich finde übrigens, was am Neox Space Server ganz nice ist, dass immer wieder neue Maps dazukommen. Und ja, ich finde 8x1 bockt sich auf diesem Server einfach richtig. So, Team Gelb hat schon kein Bett mehr, das ist schon weg. Und wir gehen jetzt noch auf den Grün. Zack. Und, oh mein Gott, der Block war da. Ah, da habe ich nicht nach unten geguckt. Ich dachte, dieser Block hier wäre hier zwischen Villager und der Insel, aber der ist zwischen Bronze Spawner und Insel. Oh, Chase. Ja, ich kann ja an der Stelle mal so ein bisschen betteln. Lasst doch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und diese Standard-Scheiße. Und da wurde er schon zurückgebracht und der Typ used. Und das bin mega online gespielt. Soll ich warten? Ja, ist deine Entscheidung. Musst du nicht zweimal schreiben. Entscheide selber. Okay, da jetzt dieser eine zu dem geht. Der Typ gibt ziemlich kranke Hits. Ich glaube, ich will jetzt zwar nichts gegen ihn sagen, aber ich glaube, der cheatet irgendwie so ein bisschen. Und das ist jetzt auch meine erste Runde. Jetzt hier bin ich eingespielt, aber ist der Typ legit? Ich bin zwar mega nicht eingespielt, jetzt ist es auch 3 Uhr abends oder 3 Uhr morgens, besser gesagt. Ich bin auch komplett unkonzentriert und deswegen auch ziemlich scheiße. Aber dieser Typ sieht mir jetzt nichts als zu legit aus. Also ich verkacke gerade eh. Diese First Hits von diesem Typen. Könnt ihr immer in die Kommentare schreiben, die Meinung zu dem hier. Ich glaube nicht wirklich, dass er Legend gespielt hat. So, wir werden jetzt aber auch mal eine kleine Challenge machen. Und zwar werden wir jetzt hier einmal kurz zu Resource Pack 24 gehen, ein Random Pack downloaden. Und ja, das ist jetzt das erste Pack. Ich gucke gleich, ob ich mir das noch packen müssen. Na, ich habe kurz nachgeguckt, das war dieses Super Warm Pack. Und ich muss das ja gleich noch diese Packs ein bisschen umformatieren, dass es da unten ist. So, dann spielen wir einfach mal mit dem Super Warm V2 Pack. Es sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick relativ interessant aus. Ich hoffe jetzt mal, dass diese nicht allzu legit Person von eben nicht wieder reinjoint. Jedoch ist es halt gerade so früh, dass ja dieser diese angeblich legit Person wieder drin ist. Ich weiß nicht, ich bin auch gerade ziemlich unangenehm gespielt. Kann auch legit sein, aber sah halt schon ziemlich skurril aus, sag ich mal. Ich starte einfach mal mit 4 Leuten und ja, das hier ist jetzt das erste Pack. Erinnert so ein bisschen an das Descenders Pack von damals, ich weiß aber nicht von wo das Descenders Pack her. Aber können ja gleich mal gucken, welches Pack das ist. Das ist der Bronze ist standardmäßig gehalten, die Blöcke gucken wir mal nach. Ich weiß nicht, aus welchem Pack das ist, weil diese ganzen Texturen hier kenne ich, aber das, okay, das schwert jetzt nicht. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, aus welchem Pack hier diese Texturen sind. Hat ich guck mal, kann ich in Uhrzeit in irgendeiner Blüste sein? Oh nein. Ah, da ist direkt diese Person. Na egal was ist, ich sag, dieser Typ cheatet einfach leicht mit der C rein. Also er hatet wirklich permanent die ganze Zeit, aber hat trotzdem so viel zu fest, wenn er getimed Abusen machen würde.
Und ich sag, dieser Typ cheatet einfach mit AC und leichter Range rein. Bin ich mir jetzt eigentlich relativ sicher sogar bei dem. Aber ich bin auch ein ziemlicher Gewöhnungsmensch, deswegen muss ich jetzt erstmal hier mit dem Pack klarkommen. Sobald er einmal hittet, hittet er permanent. Aber diese Hits, die er gibt, sind trotzdem einfach High-CPS-Hits und ich sag, der cheatet einfach mit AC rein, weil das ist fast so, wie wenn er abusen würde. Weil diese Hits einfach mega High-CPS-Hits sind und er einfach trotzdem permanent reinhittet. Ich sag, der Typ cheatet rein. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr so zu dem Typen hier denkt. Und ich sterb sogar noch gegen den. Ich kann ja schon mal so ein bisschen meine Meinung zum Pack sagen. Was ich jetzt nicht so nice an diesem Pack finde, sind diese extrem langen Schwerter, weil diese sowas kann ich nicht ab. Also solche, diese langen Schwerter, da bin ich kein Fan von. Aber das ist ja auch von jeder Person nochmal unterschiedlich, da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Tut mir leid, dass ich jetzt so spielen muss, aber ich bin online gespielt und muss jetzt für die Aufnahme halt auch mal so spielen. Ich finde die Herzen eigentlich ganz nice. Die sind irgendwie zum blauen Ton hinterlegt, keine Ahnung, ich finde die Herzen irgendwie relativ nice. Zack, down mit dir und er lebt noch, seine Insel ist da vorne, oder? Zack, damit ist er auch raus. Und ja, ich könnte mal sagen, Screen. Okay, dann machen wir noch einmal kurz Screen mit dem. Zack, nicken. Wo bist du denn? Ist der Typ denn davon? Auch wenn ich das eigentlich nicht mache, ich kann ja noch... Kann man jetzt mal so ein bisschen machen. Willst du vielleicht den grüßen? Ich kann jetzt mal so machen, vielleicht. Auch wenn ich eigentlich nicht so Typ bin, der halt sowas schreibt, aber ich mache jetzt einfach auch mal so diesen YouTube. Alter, jetzt vielleicht noch ein Grüßen oder sowas. Ja, aber ich bin gerade einfach mega gut drauf und genau, wir machen das jetzt einfach mal so diesen YouTube-Style, diesen, keine Ahnung, oh, ja. Ich grüße Maki, mein Lieben und natürlich Tobi und Nico. Okay. Oh Gott, jetzt habe ich einfach das Windows geöffnet. Aber die... So, hast du noch gar keinen Stream gemacht? Ich nehme meine Rüstung aus. Okay. Gereckter Typ auf jeden Fall. Sorry, dass ich jetzt dazu abbauen muss. Aber die Partie bei diesem Pack finde ich auch ganz nice. Und lol. Das ist sogar jetzt noch relativ ausgeglichen. Weil er mein Bett holt und kann sich direkt schlafen. Das wird jetzt sogar nochmal richtig knapp gegen ihn. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das? Ich kann schlecht zu ihm runter, weil da diese ganzen Leitern sind. Nee. Oh, das wird hier noch so ein bisschen Plauderstunde. Nimmst du die Aufnahme, wenn du verlierst? Ja. Das ist eine RP24 Challenge. Oder was heißt Challenge? Man sieht die einfach so. Ehrenama. Frage ich jetzt, wie machen wir das? Wie lösen wir es am besten? Abbauanimation finde ich geil. Wie sie so ein bisschen farblich unterdrückt wurde. Wann kommt das Video? Eigentlich nur mit einem S, ne? Aber heute. So, wie machen wir das jetzt hier gegen ihn? Ich kann das schwer runter, weil er eine Leiter ist. Und wenn er hochkommt, hat er halt den Nachteil. Aber ich kann nicht runter, weil ich dann komplett gelowground werde. Das ist jetzt mein Problem. Oh, schwer, wie das jetzt macht. Ich geh jetzt einfach mal kurz weg. Dann so ein bisschen eine andere Perspektive. Wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen dieser Vorteil von mir weg.
das war jetzt das erste Pack. Wir machen auch gleich damit den zweiten Pack. Wir sehen jetzt übrigens, wenn ich das jetzt Shop mache, seht ihr hier unten die Spieleranzahl. Es sind einfach nur 29 Leute auf Nerux Space. Ja, 3 Uhr abends halt. Oder 3 Uhr nachts halt. Deswegen ist es ein bisschen schwer, jetzt irgendwie eine Runde mit immer verschiedenen Leuten hinzubekommen. Das sind immer dieselben. Aber wir gehen jetzt einfach mal auf das nächste Random Pack. Download. Und zwar das 4 Blood C Red 9 by 5 Zydian.zip Pack. Das, oh Gott, was ist denn das für ein Fadenkreuz? Das Inventar ist ganz nice. Und ja, wir versuchen jetzt einfach mal. Wir machen wieder Jami. Diesmal machen wir Out Item Gold aus und Item Drop. Noch einen. Ja, nächstes Pack. Ah, next Pack. Okay, wir starten einfach mal die Runde. So. Und auf Void. Zack. Ah, das tut mir jetzt leid für den. Das war der von eben noch aus dem Finale. Da ist ein Hacker. Wer sich hier übrigens wundert, warum hier keine Klicks angezeigt werden, das ist, weil man so einen Double-Click macht. Da macht man einfach so einen kleinen Druckpunkt auf die Maus. Also so ziemlich, also haut man quasi so ein bisschen leicht auf die Maus drauf, dadurch besteht halt ein Double-Click. Und diese Klicks werden öfters bei Level euch angezeigt, kann das ja nochmal im extra Video zeigen. Ist das einer, der ist aus dem Hotkey? Ja, okay, hier ist ein Hacker mit. Ja. Aber von dem Hacker das Bild. Ich springe immer wieder in das falsche Loch rein. Bei dieser Map ist es immer... Ah. Okay, Nerox. In der Aufnahme. Gut, ist jetzt umgelaufen. Dann testen wir das nächste Pack einfach mal in Kyoto MLG Rush 1 vs. 1. Bin wieder hier auf Random Pack und das Banks Pack. Hallo liebe Resource Pack 42 Community. Hallo liebe Resource Pack 42 Community. Hier das Densk Pack. Vorstellungsvideo gibt es hier. Ja, falls euch das Pack interessiert, könnt ihr natürlich auch mal das Vorstellungsvideo nochmal angucken. Obo in Hashtag DANSK. Ist auf jeden Fall ein bisschen größer, dauert auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Zum Laden, die Blöcke hier sind Default gehalten. Die Schrift, wie ihr oben seht, ist auch Default. Ich hasse solche Default-Schriften. Also diese ganz normale Default-Schrift hier. Bin ich überhaupt kein Fan von. Die Hotbar finde ich ganz nice hier unten. Das Inventar ist... ist halt einfach nur komplett weggemacht worden und geändert worden, noch ein bisschen angepasst. Die Items, das ist Default. Bedwurst, das ist Default. Stick ist Default. Die Enderperle ist ganz nice und relativ hochauflösend. Die Blöcke sind relativ Default. Die Flagge ist Default. Das Web ist Default. Gucken wir das mal in MLG Rush, gehen einfach mal hier in diese Runde, machen Slash Nick, das Schwert. Ah, keine Ahnung, das Schwert ist mir auch, finde ich irgendwie ein bisschen zu groß. So. Ich bin wie gesagt kein Fan jetzt von so riesigen Schwertern, deswegen ist auch immer Geschmackssache. Vielleicht mögt ihr ja solche Schwerter, aber ich bin da wirklich kein Fan. Wenn ich jetzt in 101 gehe, nee, der ist nicht in der Queue. Wie testen wir das Pack jetzt anders? Weil hier, ich gucke einfach mal ein paar andere Runden. Ja, hier in Lobby 1 ist auch gerade wohl keine Q. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich irgendeinen Modus gefunden habe, wo wir das mit 101 testen können. Oder er geht in die Runde. In MLG Rush ist das jetzt wohl nicht so gut testbar, weil das ist relativ default gehalten, außerhalb des Fadenkreuz. Aber das Fadenkreuz finde ich eigentlich relativ nice. Aber sonst ist es hier eigentlich... Und die Partikel sind auch ganz nice. Aber das Fadenkreuz ist ja eigentlich relativ default-mäßig. Okay, aber von diesem Partikel bin ich echt mega der Fan von. Oh, jetzt um 3 Uhr nachts online gespielt, damit wir spielen. Die Picke ist auch komplett Default. Ah, keine Ahnung. March until it's over, and just like a soldier.
Punkt einmal kurz, zack. Und zack. Und ja, ich gehe jetzt erstmal in ein anderes, um das zu testen. Weil hier sieht man ja nicht wirklich alles vom Pack. Deswegen versuche ich jetzt mal irgendwie, ob ich noch One-on-One aufkomme oder irgendwie kurz noch mit diesem Pack zeigen kann. Und ja, dann war's es auch mit dem Video. Oh, hier ist sogar gerade dieser kein Status oder kein Staus gewesen aus der MG-Rush-Runde. Diese Schwerter sind von diesem Ace-Pack oder was er da hatte eigentlich, glaube ich. Okay. Ja, die Sharpness-Partikel sind auch ganz neu. Ja, ich bin wie gesagt ein Gewöhnungsmensch und wenn ich jetzt ein neues Pack habe oder so, bin ich damit anfangs immer noch ziemlich scheiße. Eben habe ich auch gerade ziemlich verhemmt an manchen Stellen und ja, ich bin wie gesagt ein Gewöhnungsmensch. Deswegen bin ich halt mit neuen Packs oder so, dauert es, bis ich mich dran gewöhne und bin da halt anfangs immer noch ziemlich scheiße. Und dieser Triple ist, glaube ich, der aus Wolfo und ist auch einer aus der CW-Szene, der jetzt eigentlich die ganze Zeit hinterherläuft. Aber ich habe halt echt keinen Bock, gegen irgendeinen jetzt aus der CW-Szene zu fighten, weil das setzen so no hate, aber das sind echt ziemliche Kinder und ich mir echt vorstellen, dann direkt in einem neuen YouTube-Video zu sein. irgendwie. Ja, okay, das ist ziemlich ironisch, weil ich gerade ein YouTube-Video aufnehme. Aber ich meine jetzt nicht so ein 101-YouTube-Zerstörungsvideo in Minecraft, weil ich bin gerade mega online gespielt und dann noch ein Pack und kannst du mal aufhören? Das... Junge! Warte jetzt, bis irgendeiner in die Queue geht, endlich mal. Nö! Sorry, aber ich habe gerade keinen Bock gegen irgendwelche Leute aus der CW-Szene. Ah, jetzt haben sie sich gegenseitig geschlagen. Das ist doch super. Finden wir vielleicht noch irgendwo eine vollere Runde. Nein, hier ist auch nur einer drin. Ist der AFK? Ja. Wir gehen jetzt einmal kurz noch auf Mindkits. Vielleicht ist hier irgendjemand bei 101. Ist einer. Sind hier irgendwo Menschen, wo ich dieses Pack testen kann? Bitte. Bitte. Wollt ihr mir da irgendwas erklären? Okay. Ich bin anscheinend noch für... Bin anscheinend für 3 Tage von Calypso gebannt. Da ich da vor 2-3 Tagen noch drauf war, habe ich anscheinend einen 5-Tage-Bann bekommen. Angebliche Kleinmodifikation. Danke Calypso für den Hack You Said. Wir gehen jetzt einfach mal in den Gummer 101 Lobby und Soup und da spielt doch jemand Soup. Das ist doch perfekt. Aber es ist eine scheiß Map. Und ich fühle mich so noobig mit diesen Riesenschwertern. Es fühlt sich wieder so richtig wie diese Anfängerzeiten an. Wir machen jetzt nochmal einen Fight. Wir werden wohl gerade keine guten Gegner mehr finden. Deswegen beende ich nach diesem 101 hier auch nochmal das Video. Also dann wurde das Pack jetzt, glaube ich, vorgestellt. Soll ja auch nur immer so ein kleines Review sein. Und... Oh Gott, sind die Leute, was ist denn los mit denen? Sind jetzt gerade echt nicht allzu gut, schade. Sascha, ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Aber ändern wir das Pack doch lieber mal, das war mit 20 Jahren weg. Ja, was ich übrigens noch gar nicht gesagt habe, beim neuen, bei dem Pack ist jetzt so eine kleine Animation im Bett hier mit drinne. Sieht so aus. Nur eine kleine, unauffällige Animation eigentlich. Und ja, das war's auch mit dem Video. Lasst doch vielleicht eine positive Bewertung da und hier Webs. Und bei 20k wird das gute Ding hier, oh Gott, ich habe mich voll versprochen.